Bei dieser sowohl Sahne- als auch butterfreien Biskuitrolle geht doch das Herz jeder Mutti auf. Und weiter geht's direkt mit der nächsten Kindheitserinnerung. Es gibt Klassiker, die backt wirklich jede Mutti und die darf auf keiner Kaffeetafel an einem Sonntag fehlen. Das ist zum einen der Käsekuchen und zum anderen die Donauwelle. Beides ist wahnsinnig lecker und da habe ich mir gedacht, wie kann man das verbinden? Es geht. Ich zeige Ihnen jetzt meine käsige Donauwelle und die wird richtig lecker. Die besteht nämlich aus Schokolade und dann aus einer Käsekuchenfüllung. Und Kirschen sind natürlich auch drin, so wie es sich gehört. Und ich beginne mit dem Käsekuchen. Da habe ich Quark, Eier, Zucker, Vanillezucker, Butter, eine Prise Salz und natürlich Vanillepudding. Als erstes schlage ich die Butter und den Zucker auf. Vanillezucker gebe ich auch gleich noch dazu. Diesmal nehme ich Bourbon-Vanillezucker und braunen Zucker. Der ist geschmacklich etwas malziger. Jetzt kommen die Eier dazu. 5 komplette Stück, um genau zu sein. Eine Prise Salz. Damit Muttis alter Klassiker auch wirklich so richtig gut aus dem Quark kommt, gebe ich 1 Kilo Magerquark dazu. Die Masse rühre ich so richtig schön glatt, bis keine Quarkklümpchen mehr zu sehen sind.